Ja. So, ich darf dann für Herrn Worschein springen. Der kommt später in einer halben Stunde für die Vorlesung. Die Übung heute ist zum Kapitel Prozessor. Das der Hauptteil von dieser Übung bezieht sich auf ein Thema, das nur, sagen wir mal, nebenbei in der Vorlesung behandelt wurde, aber doch ziemlich wichtig für die Arbeit mit Prozessoren, zumindest ist zumindest bei einem niedrigen Abstraktionsniveau. Und das ist, ich muss auf den Tipp klicken. Das ist Arbeiten mit Bits, binäre Operationen. Und zwar arbeiten wir hier auf das Alphabet 01. Ne? Und da kann ich zum Beispiel die NOT-Operation, ich bin schlecht zu verstehen. Ich weiß nicht, was ich da tun kann. Was kann man jetzt vielleicht besser? Ich weiß nicht, ob das Mikro nicht gut sitzt. Im Internet. Ich weiß es nicht. Manche sagen, das ist besser, manche sagen, das ist nicht besser. Ich weiß es nicht. Naja, zumindest mal die Aufnahme sollte nicht schlimm sein. Wo war ich genau? Wir waren bei dem Alphabet. Ich rede vielleicht ein bisschen langsamer und dann bin ich wahrscheinlich auch besser zu verstehen. Ich versuche es. So, wir sind auf dem Alphabet 01. Und dann möchten wir mit diesen Bits arbeiten. Da gibt es zum Beispiel die NOT-Operation, wo ich dieses Bit negiere. Das heißt, ich schicke 0 auf 1 und 1 auf 0. Und das arbeitet natürlich nur mit einzelnen Bits. Aber ich kann das fortsetzen auf Wörter beliebiger Länge, indem ich einfach das als Homomorphismus mir ansehe, dann wie in diesem Kapitel über Codierungen, haben wir kennengelernt, wenn wir für die einzelnen Zeichen festlegen, was die Bilder sein sollen, dann können wir das mit einem Homomorphismus dann fortsetzen. Und dieses NOT hat nur ein Argument. Wir haben aber auch andere Operationen, AND, OR und XOR. Die kriegen dann zwei Argumente. Das AND dabei ist genau dann 1. Also das Bild muss wieder aus 0, 1 sein, wobei ich zwei Argumente habe. Das AND ist genau dann 1. An der Stelle, wenn die beiden Argumente dann 1 sind. Ne? Also das ist genau hier in dieser Tabelle. Das Oder ist genau dann 1, wenn 1 davon, also mindestens 1 von den Argumenten dann 1 ist. Dann haben wir hier und hier. Und das exklusive Oder, deswegen heißt das XOR, ist wie bei dem Oder, nur ich will kein 1 haben, wenn beide Argumente 1 sind. Ne, also das ist dann ein Entweder-Oder sozusagen. Also entweder ist das eine Argument 1 und die andere 0 oder das zweite Argument ist 1 und der erste ist 0. Genau. Sie können auch das miteinander verbinden und dann kriegen Sie sowas wie NAND, NOR, XNOR. Das ist dann eine Negierung vorne dran.
verknüpft mit diesen Operationen. Das kommt manchmal auch vor, wenn Sie manche digitale Schaltkreise realisieren möchten. Zum Beispiel, man kann zeigen, dass man alle möglichen digitalen Schaltkreise nur mit einem NAND-Gatter realisieren kann. Sie brauchen nichts anderes als NAND. Ja, es ist bekannt, mein Mikro läuft gerade nicht so gut. Ich weiß nicht leider, was das ist. Ja, ich weiß. Tut mir leid, aber ich kann auch nichts dafür. Ich hoffe, dass in der Aufnahme das doch besser ist später. Ich mache einfach weiter. Genau. Dann wie bei dem Not, also zurück hier, bei dem Not haben wir das ganz einfach auf Wörter beliebiger Länge fortgesetzt. Bei diesen Operationen hier ist es nicht so trivial. Zumindest man muss sich was überlegen, wie man das vernünftig formal definieren soll. Und zwar möchte ich das auf Bitvektoren verallgemeinern. Und das ist einfach ein Wort der Länge, eine feste Länge über dieses Alphabet, dieses binäre Alphabet 01. Und was ich habe, ist dann eine binäre Operation G, ne? So wie dieses End in End und so weiter. Und dann will ich das auf Vektoren von dieser festen Länge N verallgemeinern, sodass ich dann zwei Vektoren der Länge N kriege und dann ist wieder ein Vektor der Länge N wieder zurückgeht. Und dann, wir können das induktiv jetzt für alle Ende so definieren. Für Länge 0, da habe ich nur das Epsilon. Und dann will ich das auch auf das Epsilon schicken. Und wenn ich das schon für die Länge n definiert habe, dann kann ich die Definition für die Länge n plus 1 kriegen, indem ich diese Eingabe jetzt zerlege. So dass ich das hier die letzten Symbole, das sind die x1 und x2, die mit b verknüpfe. Da ist ja b definiert für einzelne Symbole. Und dann, was vorne dran ist, diese w1 und w2, da mache ich mit diesem bn weiter. Ich glaube, dass das liegt hier an der Verbindung. Also dasselbe Mikro, damit habe ich keine Probleme gehabt. Sei denn, naja, ob das im Weg steht, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist. Vielleicht ist das so dann, ja. Genau. Dann als ein Beispiel hier für n gleich 3, also Bitvektoren der Länge 3. Und ich nehme das n hier, dann kann ich das so ausrechnen. Ne? Also ich habe zwei Bitvektoren der Länge 3. Dann zerhacke ich wieder das. Ne? Also ich nehme das jeweils das letzte Bit. Und verknüpfe ich das mit End. Das ergibt eine 0, weil die beiden 0 sind. Und so weiter und so fort einfach. Also hier zerlege ich wieder die 1er und dann habe ich hier End 1, 1, das ist auch 1. Und dann am Ende, was rauskommt, ist 0, 1, 0. So, wofür ist das gut? Jetzt, wir möchten das natürlich irgendwo anwenden im Prozessor. Da gibt es dann das Konzept von einer Bitmaske. Das ist wieder nur ein Bitvektor. Also an einer Maske an sich gibt es nichts Besonderes. Und
Das sind einfach, genau, für manche Bits sind gesetzt und manche nicht. Also manche sind 1 und manche nicht. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich jetzt eine Maske mit einem festen Wort W verordere. Dieses Wort da. Hier natürlich müsste Ort 6 stehen, ne? Aber ich lasse das weg, weil es ist klar, welches Argument das sein soll. Ne? Also die Länge hier ist, können Sie sehen, was das ist. Und zwar dann, wenn ich jetzt dieses Wort habe und das andere Argument ist lauter Einsen, dann habe ich gesagt, bei Order, wenn das eine 1 ist, dann ist die Ausgabe immer 1. Und wenn die Maske nur lauter Einsen enthält, dann ist die Ausgabe wieder lauter 1. Das ist natürlich nicht so spannend. Bei der zweiten Maske ist die vordere Hälfte besteht aus Einsen und die hintere nicht. Dann wird hier vorne immer lauter Einsen stehen, so wie hier war. Aber hier bei dem hinteren Teil, weil hier nur Nullen stehen, dann wird das genau das stehen, was hier in W steht. Also wenn eine 1 hier steht, dann steht wieder eine 1 hier. Also verordern mit 0 ergibt keine Änderung. Und wenn ich eine 0 hier stehen hätte, dann würde hier auch ebenfalls eine 0 stehen. Und dann, wenn die bei der letzten Maske passiert gar nichts mit dem Wort W, also das bleibt dieselbe, weil hier nur vorne eine 1 ist, aber da stand schon eine 1 und hinten stehen lauter Nullen, das wird einfach was da stehen, was schon in W stand. Und dann merkt man, ja, hier der Effekt mit dieser Maske ist, überall wo die Einsen gesetzt sind, wird in der Ausgabe auch eine 1 gesetzt sein. Das heißt, ich habe diese Bits da in diese Stellen gesetzt. Also habe ich in meiner Maske irgendwie welche Stellen gesetzt und markiert, dann kann ich in meinem aktuellen Wort W dann auch diese Stellen setzen, auf 1 setzen. Mit dem Verordnung und mit dem XOR kann man auch so ähnlich das Wort W manipulieren sozusagen. Nur das Ergebnis ist natürlich anders. Hier bei dem Verundung, wenn ich mich diese Maske aus Leiter Einsen habe, ist das genauso wie bei dem Oder mit den Nullen. Ne? Also wenn ich mit 1 verunde, dann bleibt das erhalten, was in W war. Ne? Weil 1 und 1 ist 1 und 0 und 1 ist 0. Wenn dafür in der Maske Nullen stehen, dann Verundung mit Null ergibt immer Null. Ne? Das ist wie das Analogon zu der Verorderung mit Einsen. Also 1 und 0 wird immer 0 sein und 0 und 0 wird 0 sein. Das heißt, ich kann dann diese Bits löschen, wenn ich 0 setze und Einsen hier da lasse, wo ich die Bits erhalten will. Oder anders gesagt, wenn ich Einsen habe, dann habe ich die Bits in dem Wort W dann ausgewählt. Das ist, was hier steht. Vielleicht sieht man das ganz besser hier bei der Maske M3. Ne? Also ich habe nur eine 1 irgendwo, und dann habe ich genau dieses Bit bei dem Wort W dann ausgewählt hier unten. Und und bei dem X-Order, wenn eine 1 da stand und in der Maske eine 1 steht, dann wird das Ergebnis eine 0 sein. Und wenn eine 0 da stand, dann 0 oder 1 wird dann eine 1 ergeben. Das heißt, wenn eine 1 hier ist, wird das Bit von W gekippt. Ne? Das ist wie die Negierung. Und wenn eine 0 da steht, dann passiert gar nichts, weil 1 x oder 0 ist wieder 1 und 0 x oder 0 ist wieder 0. Dann kann ich gezielt welche Bits aus dem Wort negieren sozusagen oder kippen, sagt man auch gerne. Das sind alle Befehle, die in der
in der MIMA realisiert sind. Ne? Also Sie haben auch in der Vorlesung gesehen, da gibt es Befehle Order, End und X-Order. Und hier ist, was man gerne benutzt, um vielleicht diese Wörter zu manipulieren in dem Speicher, sind diese Operationen. Dann, man muss selber diese Masken konstruieren in der MIMA. In herkömmlichen Programmiersprachen kann ich die Masken in meinem Programm einfach direkt eingeben, was sie sein sollen. Ja. Zum Beispiel diese Zahl hier ist einfach, kann ich zum Beispiel als eine Zahl eingeben oder auch als einfach so ein lauter Einsen, zum Beispiel in Programmiersprachen wie C ist das so, man kann für manche Variablen dann auch Bitvektorenwerte angeben und dann die entsprechend so manipulieren. Bei der MIMA gibt es noch diese Rotierungen als Operation. Das ist ein bisschen anders zu definieren. Ne? Das ist, setzt sich nicht aus, ist wieder nur ein Argument, ne? Wie bei der Negierung. Nur das ist nie, kein Homomorphismus, was da das ist, sondern ich definiere das so. Ne? Ich will hier bei der Rechtsrotierung alle Bits hier eine Stelle nach rechts schieben. Und bei dem letzten Bit, damit das immer noch ein Wort derselbe Länge bleibt, dann will ich das nach rechts und dann fällt es hier runter und dann kommt es wieder nach vorne. So. Und dann, wie kann ich das definieren? Das ist dann ganz einfach, wenn man das formal schreiben will, weil ich das so zerlegen kann. Ne? Also ich habe dieses vordere Teil ist mein W und dieser hintere Teil, also das einzelne Symbol ist das X. Und dann setze ich einfach das X vorne und was im W stand, steht einfach da hinten. Für die Rechtsrotierung, für die Linksrotierung, dann nehme ich das X, was vorne steht und dann fällt er hier links so rum, ne? Der Rotierung und dann landet er hier hinten. Natürlich ist das sieht so einfach aus, das ist nur, weil bei der Konkatenation ist versteckt, was mit den Indizes alles passiert. Ne? Also hier muss ich das Symbol an der Stelle 0 jetzt auf Index zu der Stelle 1 verschieben. Ja, und 1 zu der Stelle 2 verschieben in dem neuen Wort. Und das ist alles hier versteckt mit dieser Konkatenation. So, dann gibt es hier eine Reihe Eigenschaften von diesen Rotierungen. Die sind Länge erhalten. Ne? Also wenn ich ein Wort der Länge n habe, dann wird das Ergebnis auch ein Wort der Länge n sein. Die Linksrotierung ist natürlich das Inverse zu der Rechtsrotierung. Und wenn ich n mal rotiere und ein Wort der Länge n habe, dann wird das Wort selber rauskommen. Und hier dieses hoch n, hier ist gemeint diese Verknüpfung von Abbildungen, so wie ich weiß nicht, in welchem Kapitel das definiert war, aber das haben wir bestimmt vor ein paar Kapiteln definiert. Und das war auch auf einem Aufgabenblatt, denke ich. Genau, also n mal n-fach rotiert ist einfach nichts tun, sozusagen. Dann gibt es hier noch eine weitere Anwendung, jetzt nur nicht nur Bits mit Bits hantieren, was damit machen, sondern auch, dass das einen Effekt auf die nicht unbedingt zwei Komplementdarstellungen, aber hier die binäre Darstellung von einer Zahl. Ne? Also mein Wort W ist eine binäre Darstellung von diesem X jetzt. Und wenn ich jetzt mit einer Maske verunde, wo lauter Einsen stehen, bis auf die letzte Stelle, dann haben wir eben gesehen, da werde ich das letzte Bit auswählen
Ja, dann steht genau da, was rauskommt, ist genau nur lauter Nullen vorne und dann das letzte Bit da von dem W. Und dann kann man sich überlegen, diese letzte Stelle ist genau dann eine Null für diese Zahl x hier, wenn x gerade ist. Ja, x muss durch 2 teilbar sein. Also das hier ist dann die Darstellung von x modulo 2. So kann ich x modulo 2 ausrechnen, nur mit einer N-Operation und einer Maske. Und ich behaupte, man kann auch div 2 ausrechnen. Dafür brauche ich was ein bisschen kompliziertes, um das zu begründen. Hier ist die G2 soll für die für das stehen, was mit der Repräsentation von dieser Zahl, also wie ich auf diese der Repräsentation von dieser Zahl komme, wenn ich von der Repräsentation von x ausgegangen bin. Und zwar, was ich mache, ist einfach die letzte Stelle von dem Wort w einfach weglassen. Dann sind nur die vorderen n-1 Bits da. Und wie kann ich jetzt das mit, das kann man wieder zeigen. Und ich glaube, das haben wir auch in dem Kapitel zu den Zahlendarstellungen gesehen, dass das klappt. Und hier kann ich das auch mit diesen Operationen realisieren. Zuerst, wie kann ich das machen? Zuerst nehme ich eine Maske, die einfach das Komplement zu dieser Maske ist. Also das sind alle Einsen vorne gesetzt, bis auf die letzte Stelle, die ist dann eine Null. Und dann das Ergebnis wird dann die ersten n-1 Symbole von W sein und am Ende dann auf jeden Fall eine Null. Und wenn ich das rotiere, dann kriege ich diese Null vorne. Und hier steht genau das, was ich haben will, ne, so der vordere Teil. Und diese Null macht nichts aus, weil die Darstellung, also diese Zahl jetzt in 2 kommt, in Basis 2 gesehen, wird auf jeden Fall dasselbe sein wie das G2 von diesem Wort da, dass wir dann x ganzzahlige Division durch 2 sein. Das ist genau das, was ich haben wollte. Und vielleicht eine kleine Anmerkung, ne? Also was ist das, wenn n gleich 1 ist, ne? Dann ist das, steht hier w von minus 1, natürlich nicht korrekt, aber es ist es kommt durchaus vor, dass man, wenn man in der Mathematik solche Schreibweisen hat, dann gemeint ist ein Element, das nichts ausmacht, sagen wir mal, an dieser Stelle ist das das leere Wort. Das ist einfach eine Konvention. Ne? Sollte ihn nicht stören. Jetzt. Genau. Dann zu der Mima. Oder ich sehe schon Herrn Worsch da. Wollen wir mit der Vorlesung? Oder? Nö, mach das ruhig noch fertig. Okay, ich mache das bis zum Ende dann. Dann haben wir ganz anderes Thema jetzt oder verwandtes Thema. Wir haben in diesem Kapitel zu dem Prozessor die Minimalmaschine kennengelernt. MIMA kurz. Das ist ja ein ganz vereinfachtes Prozessormodell, aber die Arbeitsweise ist nicht so weit davon entfernt von was sie auf ihrem Handy haben. Also das Prinzip der Arbeitsweise ist schon ganz verwandt damit. Unterschiede. Aber sagen wir mal, die ersten, die einem einfallen. Ich habe in der MIMA nur 2 Möglichkeiten, Sachen zu speichern.
Mann versteht dich nicht mehr. Irgendwas ist mit deinem Mikro. Guckst du mal bitte? Ja, ich weiß es nicht. Wir hatten auch vorher Probleme. Ich weiß es nicht, ob das besser geworden war. Und jetzt doch schlimm. Ja, es war besser. Jetzt ist gerade wieder schlecht geworden. Ach so. Ich glaube, da liegt das liegt an der Verbindung. Ich weiß nicht, was da los ist. Genau, also wir hatten die Mima kennengelernt. Verstand ich vielleicht so. In diesem Prozess haben wir dann sozusagen zwei Tipp von Speichern, die wir selber benutzen können. Natürlich gibt es noch zum Beispiel Instruktionsadressregister, Instruktionen und so weiter. Aber man hat als Benutzer, sagen wir mal, also als Programmierer für die MIMA keinen Zugriff darauf. Also was ich kann nur mit dem, entweder mit dem Akkumulator oder mit dem Hauptspeicher arbeiten. Und der Akkumulator ist, was in dem Prozessor steht, und da werden die Zwischenergebnisse gespeichert. Und weil ich natürlich mehr als nur ein Wert, ein 24-Bit langes Wert zur Verfügung haben will, habe ich auch einen Hauptspeicher. Die Werte in dem Hauptspeicher, so wie bei einem Akkumulator, sind 24-Bit lang. Und ich habe 20-Bit-Adressen. Das heißt, ich kann für jede Stelle, also es gibt dann, jede Adresse entspricht einer Stelle und es gibt dann 2 hoch 20 Adressen, weil Kombinatorik, ne, also jede Stelle für eine Adresse darf eine 0 oder eine 1 stehen. Deswegen komme ich auf 2 hoch 20. Und ein 24-Bit-Wert ist ein 3-Byte, ne? Also 24 durch 8 ist 3. Und deswegen komme ich auf 3 MB Speicherplatz. Das ist natürlich ein Witz, ne? Also in einem modernen Rechner haben Sie mindestens 2 GB Speicher. Also mindestens fast 1000 Mal so viel Speicherplatz in dem Hauptspeicher. Und wir reden hier gar nicht von Festplatten. Ne? Also bei der MIMA haben wir auch keine Festplatten gesehen. Wir möchten gar nicht damit hantieren, weil das nur das komplizierter macht. Wir möchten das ja minimal halten, ne? Ganz vereinfacht. Der andere Unterschied, zumindest was zu den Prozessoren, die Sie in Ihrem Rechner haben, in Ihrem großen Rechner, ist der Befehlssatz. Das ist ziemlich klein. Wir haben nur ungefähr 15 Befehle und ganz vereinfachte Befehle. Ne? Es gibt zum Beispiel konstante Laden, Werte aus dem Hauptspeicher erholen oder dahin schieben und diese Operationen, die wir eben kennengelernt haben. Es gibt dann natürlich noch die Addition. Das kommt auf der nächsten Folie, der Mitte hier. Genau, es gibt diese Befehle so. Konstante laden, es gibt Speicherbefehle, sodass ich von dem Speicher an der Stelle A sowas in den Akkumulator holen kann oder was aus dem Akkumulator hinschieben kann. Und es gibt auch diese indirekte Befehle, die sind ein bisschen komplizierter. Haben wir auch in der Vorlesung gesehen, dass die für zum Beispiel Array-Zugriff gut nützlich sein können. Es gibt natürlich die Addition für die Zweierkomplemente, wobei man das auch mit diesen anderen Bit-Operationen eigentlich realisieren hätte können, aber das kann schon natürlich ein bisschen kompliziert sein. Sehen Sie auch vielleicht auf dem Aufgabenblatt ein Beispiel dafür. Deswegen hat man einen ganzen Befehl dafür eingeführt. Und dann habe ich schon gesagt, es gibt diese Bit-Operationen. Und wie Sie sehen, es hat immer was mit dem Akkumulator zu tun. Ne? Also die Schnittstelle, meine Schnittstelle zu dem Hauptspeicher muss immer über den Akkumulator irgendwie laufen. Ich kann nicht direkt die Inhalte von dem Speichern verändern. Ich kann die verändern, aber das muss schon vorher in dem Akkumulator
Das war dann schon in dem Akkumulator drin, ne, was ich da speichere. Und dann gibt es noch ein paar Befehle für Gleichheit. Zum Beispiel hier, wenn die Zahl in dem Akkumulator gleich der Wert im Akkumulator gleich der Wert in dieser Speicherzelle ist, dann werden im Akkumulator alle Bits auf 1 gesetzt. Und wenn nicht, dann werden alle Bits auf 0. Und warum nicht nimmt man das und nicht zum Beispiel sowas wie 0 und dann 1 und 0 und dann 0, 0? Naja, das sieht man bei diesen Sprungbefehlen. Naja, einer ist der unbedingte Sprung, das wird immer genommen, egal was im Akkumulator steht. Aber bei dem anderen Sprung gibt es eine Bedingung, wenn der Sprung genommen wird. Und da muss eine Zahl im Akkumulator stehen, das negativ ist. Ne? Und diese Zahl hier ist negativ, diese Zahl eben nicht. Ne? Das passt ganz gut mit der Definition von dem Equal, wenn ich für diesen bedingten Sprung genau, also die Definitionen von den zwei passen ganz gut zusammen. Und für den bedingten Sprung, anders gesagt, negative Wert hier im Akkumulator, das ist genau dann, wenn hier vorne eine 1 ist. Das ist dann, hängt dann mit der Realisierung von dem Prozessor zusammen. Das ist dann einfacher zu realisieren im Mikroprogramm, wenn man nur auf eine Stelle im Akkumulator gucken muss. Natürlich hätte man das auch so wie hier definieren können, aber ja, also man muss sich für das eine oder das andere entscheiden. Und meistens ist es besser, wenn man diese Konvention nimmt. Und dann am Ende gibt es noch einen anderen Befehl, nur damit ich sagen kann, ja, die MIMA soll anhalten, nichts mehr tun. Dann gibt es den Befehl Halt, sodass ich nicht ewig rechne und nicht zum Ende kommen, sozusagen. Ne? Dann kann ich sagen, hier ist das Ende der Berechnung. Der Rechner soll dann anhalten und das Ergebnis wird dann in dem Speicher stehen. Ne? Das ist wieder, weil wir nur eine Minimalmaschine haben, ne? In einem genau, also das in einem herkömmlichen Rechner würde ich das Ergebnis der Berechnung irgendwo haben möchten, zum Beispiel eine Anzahl wird ausgedruckt oder das landet in einer Festplatte irgendwo. Uns ansehen und dann am Ende steht halt irgendwo im Speicher, soll dieses Ergebnis stehen. Und das kommt dann von der Anwendung an, was von dem Kontext ab jetzt, wo genau das stehen soll. Dann ja, tut mir leid für die Mikroprobleme. Ich weiß nicht, was das war. Wie gesagt, ich habe schon in Zoom andere Besprechungen gehabt und nicht dieses Problem gehabt. Ich weiß es nicht, ob es lokal in meinem Rechner lag. Ich werde einfach schauen, dass ich das in den Griff kriege. Trotzdem vielen Dank und ja, viel Spaß bei der Vorlesung. Ja, mit der geht es jetzt weiter. Schönen guten Tag auch von mir noch. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Screensharing ist. Ja, genau. So, dann
machen wir jetzt weiter in der Vorlesung. Da haben wir ja das Kapitel über die MIMA das letzte Mal abgeschlossen. Und wenn Sie sich erinnern, kurz zuvor, das Kapitel 9, da habe ich ja gesagt, das machen wir jetzt nur ganz kurz. Da möchte ich auch nicht nochmal drauf zurückkommen, weil es die zusätzlichen Teile, die ich übersprungen habe, die sind jetzt, waren jetzt weder wesentlich fürs Verständnis der MIMA, noch sind sie wesentlich für den weiteren Verlauf der Vorlesung. Sie können sich das einfach noch durchlesen, wenn Sie wollen. Aber dazu kann man auch nicht gut Aufgaben machen. Also das wird auch auf keinem Aufgabenblatt und auch nicht in der Klausur drankommen, was da in Kapitel 9 noch war. Im Prinzip das Gleiche kann man zu Kapitel 11 sagen, mit dem wir jetzt weitermachen. Da geht es mir nicht darum, dass Sie jetzt noch wieder irgendwelche Fakten auswendig lernen, sondern worum es mir dann insbesondere geht, ist an zwei Beispielen aus der, erstmal ein Beispiel aus der Praxis zu zeigen, dass wir ein Problem haben bei der Beschreibung formaler Sprachen, und Sie erinnern sich, sowas wie die Menge aller Java-Programme oder so ist einfach eine formale Sprache. Das, was wir bisher haben, das reicht noch nicht, um das vernünftig zu beschreiben. Und das will ich Ihnen auch nochmal deutlich machen im Zusammenhang mit was anderem, wo ich Ihnen so nebenbei was erzähle, was für Sie vielleicht nützlich ist im weiteren Verlauf des Studiums. Ich habe das überschrieben, Dokumente. Das ist jetzt kein Begriff, etwas mit einem festen Bedeutung in der theoretischen Informatik oder so. Aber Sie kommen sicherlich trotzdem damit klar oder vielleicht gerade deswegen. Sie wissen, dass es Briefe gibt, Kochrezepte, alles Mögliche und Unmögliche, ja, Vorlesungsskripte, Folien, die in Vorlesungen gezeigt werden, Seiten im Web, E-Mails, alles Mögliche. Und mit ganz kleinen Abstrichen hier und da gibt es da immer, kann man da ziemlich gut drei Aspekte unterscheiden, die irgendwie mehr oder weniger für einen Leser relevant sind. Nämlich erstens natürlich der Inhalt des Textes, der da steht. Zweitens hat der Text typischerweise eine gewisse Struktur. Was ich damit meine, sehen Sie gleich am Beispiel. Und typischerweise, man achtet auch so ein bisschen auf die äußere Form. Also wenn ich hier so eine Liste mit drei Aufzählungspunkten mache und da steht Inhalt des Textes, Struktur des Textes und Erscheinungsbild bzw. äußere Form des Textes, dann erstens ist da offensichtlich irgendein Inhalt vorhanden in diesen drei Aufzählungspunkten. Es gibt eine gewisse Struktur, eben es sind drei Aufzählungspunkte und naja, auf die äußere Form habe ich anscheinend auch ein bisschen geachtet. Ne? Und man könnte jetzt natürlich die Form ändern und dann sagen, ja, diese Schlüsselwörter, diese wesentlichen Wörter, Inhalt, Struktur, Erscheinungsbild, die mache ich jetzt nicht rot, sondern ich benutze eine andere Schrift, um die irgendwie etwas hervorzuheben. Ich könnte die auch rot lassen, aber ändere die Struktur und mache dann nicht mehr drei Aufzählungspunkte, sondern fortlaufenden Text hintereinander weg, durch Kommas getrennt. Und ich könnte natürlich Struktur und Erscheinungsbild völlig gleich lassen, aber den Inhalt komplett ändern und auf einmal geht es nicht mehr um Aspekte von Dokumenten, sondern um verschiedene Wahlarten. Ja? Mein Liebling ist ja Mesoploton Karl Hupsi. So, und da sieht man schon so ein bisschen, dass man so verschiedene Aspekte unterscheiden kann, wobei die Grenze zwischen Struktur und Erscheinungsbild, da kann man manchmal ein bisschen diskutieren. Ja? Aber das ist jetzt nicht das, womit wir uns lange aufhalten wollen. Aber diese Aspekte gibt es anscheinend, die kann man unterscheiden. Und natürlicherweise im Allgemeinen, was im Vordergrund steht für den Autor und auch für den Leser, ist der Inhalt. Sie können allerdings auch mal drüber nachdenken, was es vielleicht für Ausnahmen gibt, wo der Inhalt unwesentlich ist. Aber so ein Autor, wenn der sich bei dem, was er da aufschreibt, für eine gewisse Struktur entscheidet und vielleicht auch für eine gewisse äußere Form, dann hoffentlich hat er sich ja was dabei gedacht.
Und vermutlich, wäre so die naheliegende Unterstellung, hat er sich gedacht, na, das hilft beim Verstehen des Inhaltes. Es ist vielleicht besser, hier so Aufzählungspunkte zu haben, als eine lange Zeile, die von ganz links auf der Folie du-du-du-du-dum, bis ganz rechts auf der Folie geht. Ja? So, also üblicherweise Struktur und äußere Form sollen helfen beim Lesen. Ja? Und sowas wollen wir halt Dokumente nennen, ja, wo sie einen offensichtlichen Inhalt haben, eine erkennbare Struktur und irgendwie eine äußere Form. Wenn Sie Übungsaufgaben lösen und die einreichen, dann haben Sie da so etwas mit Inhalt, Struktur und äußerer Form. Inhalt ist klar, Struktur, Sie haben Ihre Lösungen durchnummeriert, so wie die Aufgaben, ne? Teil 6.1, 6.2, 6.3 und eine äußere Form hat das Ganze auch. Bei Programmen auch, ja, da ist Ihnen völlig klar, dass man auf die äußere Form bitte auch achten sollte, weil man sonst so schlecht lesen kann. Und Sie können unterschiedliche Strukturen wählen, um die gleiche Programmieraufgabe zu lösen. Ja. Also das läuft Ihnen immer wieder über den Weg und es wird Ihnen noch ganz oft über den Weg laufen. Sie werden noch viele, viele, viele Dokumente erstellen im Laufe des Studiums. Und ein Rat am Rande, ja, wir lernen ja nicht nur für die Klausur, sondern auch fürs Studium und das Leben danach. Wenn Sie ein Dokument verfassen müssen, Beobachtung, also das, was ich jetzt sage, gilt insbesondere auch für so umgangssprachliche Texte, also sowas wie Bachelorarbeit oder Proseminarausarbeitung oder wenn Sie PSE machen, dann Pflichtenheft aufschreiben. Fangen Sie früh damit an, was aufzuschreiben, denn dann sind Sie mehr oder weniger automatisch dabei, auch über die Struktur nachzudenken, in der Sie die Sachen aufschreiben. Und das hilft auch dem eigenen Verständnis. Also glauben Sie nicht, dass man sich erst alles im Kopf zurechtlegen müsste und schon alles fertig haben müsste und dann fängt man an und schreibt das alles auf und es ist perfekt. Also wenn Sie das können, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es nicht. Also auch nach 30 oder wie viel Jahren Berufsleben und dem ganzen Studium, ich kann es immer noch nicht. Ja. Fangen Sie früh an, was hinzuschreiben. Das ist natürlich unvollständig. Das hat Lücken. Das hat auch noch nicht die endgültige Struktur und die endgültige Form. Die sind Sie halt noch am Suchen. Ja. So, und mein Rat am Rande und nicht nur meiner. Wenn Sie was aufschreiben müssen, benutzen Sie etwas, also so umgangssprachliche Texte, ja. Benutzen Sie etwas namens LaTeX. Dazu kommen wir dann gleich noch. Das ist sozusagen eine formale Sprache, mit der Sie ausdrücken können Struktur und äußere Form von Texten, die dann hinterher in einem PDF erscheinen, zum Beispiel. Das ist eine sogenannte Auszeichnungssprache und das ist auch eine formale Sprache. Ja, es gibt LaTeX-Dokumente, die sind eben syntaktisch korrekt, die können Sie in PDF übersetzen und es gibt eben Unfug, das ist eben nicht syntaktisch korrektes LaTeX und da kommt eben kein PDF raus. Ja? Das ist einfach nur Quatsch. Und das Gleiche haben Sie auch bei anderen Auszeichnungssprachen, wie man sagt, zum Beispiel HTML oder XHTML oder was auch immer, was irgendwie die Grundlage ist für Seiten, die Sie im WWW angucken. Das sind jetzt erstmal formale Sprachen, die primär nicht zum Programmieren gedacht sind, jedenfalls, sondern bieten Ihnen Möglichkeiten an, eben so Auszeichnungen, sogenannte Auszeichnungen in Ihren Text mit einzufügen, der dann nicht wortwörtlich hinterher im PDF-Dokument oder so im Übersetzten erscheint, sondern irgendetwas aussagt über die Struktur oder die äußere Form. Eine Möglichkeit ist HTML. Das überspringe ich, weil Sie wahrscheinlich selten wirklich zu Fuß HTML schreiben werden. Das erzeugt man lieber automatisch einfacher für einen Menschen hinzuschreibenden Form oder man erzeugt es programmatisch mit Hilfe eines Programmes. Ja. Ein bisschen was will ich Ihnen erzählen zu LaTeX, weil, wie gesagt, erstens die Beobachtung und zweitens auch der Rat ist, dass es sinnvoll ist, das zu nutzen.
Das geht zurück auf etwas namens Tech von Donald Knuth. Der hat vor inzwischen, ich weiß nicht wie viele Jahren, nachgedacht über eine Neuauflage seines damals dreibändigen Werkes The Art of Computer Programming. Und er hat sich geärgert, wie mühsam das ist, mit dem Verlag darüber zu diskutieren, was wie aussehen soll. Und hat dann eben dieses Programm entwickelt, das Tech heißt. Und sozusagen darauf raufgesetzt hat dann ein gewisser Herr Lamport, dessen Nachname mit LA anfängt. Deswegen ist hier das LA hier vorne dran an dem LaTeX. LaTeX gemacht. Das benutzt unten drunter das Programm, das Tech-Programm von Donald Knuth. Und Donald Knuth, diesen Namen müssen Sie sich unbedingt merken. Ja? Nicht nur wegen Tech, sondern auch wegen The Art of Computer Programming zum Beispiel. Und wenn Sie irgendwann Compilerbau hören, dann werden Sie auch erfahren, ah ja, da hat Herr Knuth zum Beispiel vor vielen Jahren auch wesentliche Dinge gemacht. So, was ist der Punkt bei LaTeX jetzt? Wenn Sie eine Formel setzen wollen, also wenn Sie möchten, dass hinterher in Ihrem Dokument, wie zum Beispiel hier auf dieser PDF-Folie, diese Formel da erscheint, dann müssen Sie ja irgendetwas hinschreiben. Und der Punkt ist, Sie fangen jetzt hier bei der Verwendung von Tech nicht an, mit der Maus da groß rumzufahren und Buchstaben rauf und runter zu schieben oder irgendetwas zu tun, sondern Sie schreiben einen ganz harmlosen ASCII-Text hin. Naja, also heutzutage, Sie dürfen UTF-8 benutzen, ja. Und also zum Beispiel, um diese Formel hier unten zu produzieren, die hier so ein bisschen herausgehoben, ne, freigestellt, sagt man da, auf der Seite steht. Das fängt man an mit Backslash eckige Klammer auf und hört auf mit Backslash eckige Klammer zu. Alles, was mit so einem Backslash anfängt in Tech, in LaTeX, das wird nicht eins zu eins übernommen, sondern das sozusagen ist Teil des Markups, der Auszeichnung, das irgendwie sagt, was soll hiermit geschehen? Und das hier sagt eben, wir machen eine schöne, große, freigestellte Formel. Und dann können Sie sowas hinschreiben wie 2 minus Backslash SUM. Das macht Ihnen das große Summenzeichen. Dann Underscore und dann in geschweiften Klammern das I gleich 0. Das ist dann das, was unter das Summenzeichen geklebt wird. Und dann Dach und in geschweiften Klammern das K. Das hinter dem Dach, das ist das, was über das Summenzeichen geklebt wird. Und dann I 2 hoch und das minus I soll wieder hier hochgestellt sein. Das macht man hier wieder hinter so, klebt man mit so einem Dach an die 2 dran, ist gleich K plus 2, 2 hoch minus K. So. Also das hier, diese obere Zeile, die tippen Sie ein im Rechner, die steht in der LaTeX-Datei, die steht auch in der LaTeX-Datei, aus der diese Folien entstanden sind, also in Grundbegriffe der Informatik, alle Folien, das ganze Skript, die ganzen Hausaufgaben, alles ist mit LaTeX gemacht, ja. Und dann lassen Sie eben ein Programm laufen und das übersetzt das, was Sie hier hingeschrieben haben, in ein PDF, wo Sie dann diese freigestellte Formel sehen. Und das sieht am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aus, ist es auch, aber man gewöhnt sich relativ schnell daran und man gewöhnt sich ja an allem, sogar am Dativ. So, und die Beobachtung ist, Sie bekommen halt mit wenig Aufwand Formeln, die gut aussehen. Also Sie sehen ja auch zum Beispiel hier das I gleich 0 und das K an dem Summenzeichen drunter und drüber, die sind in so ein bisschen kleineren Schrift als der Rest. Ja, die Exponenten hier auch ein bisschen kleiner. Die Positionierung ist schön. Also Sie sehen hier um das Gleichheitszeichen, da ist ein bisschen mehr Abstand als zwischen dem K plus 2 und dem 2 hoch minus K. Ja, das macht alles LaTeX. Oder das drunter liegende Tech. Ja. Da kriegt man viele Dinge geschickt. Wenn Sie das alles zu Fuß in jeder Formel einzeln wieder zurechtrücken wollen, da sind Sie tagelang unterwegs. Ja. Da wäre unser Skript heute noch nicht fertig. Und dann steht, um nochmal deutlich zu machen, was hier Auszeichnungssprache bedeutet, zum Beispiel im Skript zu diesem Kapitel in der LaTeX-Quelldatei steht irgendwo Backslash Section, geschweifte Klammer auf, Struktur von Dokumenten, geschweifte Klammer zu. Und
mehr steht da nicht. Und was dann LaTeX daraus macht, ist im PDF, dass dann irgendwo steht 11.2 Struktur von Dokumenten. Also erstens sehen die, da kommt von irgendwo her die Nummer des Abschnitts und des Kapitels, die habe ich da gar nicht hinschreiben müssen, die wird da automatisch vernünftig eingefügt. Dass das hier in dieser Schriftart gesetzt wird, habe ich auch hier nicht hingeschrieben, das ist halt irgendwo zentral festgelegt. Und zwar eben an einer Stelle konsistent, ja, alle Abschnitte in der Überschrift, wir benutzen diese oder jene Schrift immer. Und dann ist das einheitlich und Sie haben es nicht an jeder Stelle wieder. Und wenn Sie dann sich überlegen, ich möchte doch eine etwas andere Schrift oder die Überschriften der Kapitel in dunkelrot statt schwarz, dann müssen Sie nicht jedes Kapitel hernehmen und überall bei der Kapitelüberschrift hinschreiben und jetzt dieses Stück Text bitte in rot. Ne? Sondern das ist halt zentral irgendwo festgelegt. Wenn Sie ein bisschen HTML kennen und Cascading Style Sheets, da ist ja so ein bisschen die ähnliche Idee dahinter, ja, an einer Stelle zentral, man legt Dinge fest für das Aussehen eines ganzen langen, großen Dokuments. Und hier ist ein komplettes LaTeX-Dokument, das können Sie, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, 1:1 nehmen, in eine Datei packen und dann dem Programm LaTeX oder PDF-LaTeX, wenn Sie das noch nicht haben, besorgen Sie sich's, geben, also PDF-LaTeX, Dateiname, wo das hier drin steht und raus kommt ein PDF, wo Sie eine Kapitelüberschrift sehen mit einer automatisch generierten Kapitelnummer vorne dran und dann zum Beispiel wird aus diesem Ding hier eben eine Formel nicht so freigestellt, hier stehen jetzt nicht so groß, hier stehen jetzt nur Dollarzeichen, nicht Backslash, eckige auf, eckige zu. Und da steht dann a hoch 2 plus b hoch 2 gleich c hoch 2. Und da sehen Sie so ein LaTeX-Dokument, da gibt es also so eine Präambel, da sagt man etwas, also diese Zeile hier, die schreibt man einfach ab, wenn Sie die verstehen wollen. Ja, kann ich Ihnen irgendwann mal erklären, aber nicht hier sicherlich. Dann können Sie sagen, hier, ich möchte automatische Silbentrennung in meinem Text haben und zwar bitte für Deutsch. Ja. Und dann wird eben, also das N steht für New, die neue deutsche Silbentrennung benutzt. Und wenn die ganze Datei hier UTF-8 kodiert abgespeichert haben, ne, hier sind Umlaute drin, das Ä von Präambel zum Beispiel oder bei Erklärung, dann müssen Sie, sagen Sie hier sicherheitshalber, meine Eingabedatei ist UTF-8 kodiert. Das müssen Sie dann aber natürlich auch gemacht haben. Und dann kann LaTeX das verarbeiten. So, und so Aufzählungslisten, wie ich die vorhin hatte, so mit Inhalt, Struktur, Form, die macht man in LaTeX so. Man schreibt erstmal hin, Beginn in geschweiften Klammern, Itemize. Also, und so einzelne Punkte heißen Items im Englischen. Und dann für jeden Aufzählungspunkt schreiben Sie so ein Kommando hin, Backslash Item und das dahinter, was halt zu dem Aufzählungspunkt gehört. Und dann sagen Sie Item Struktur und dann sagen Sie Item Form. Und wenn dann die Aufzählungsliste zu Ende ist, sagen Sie End Itemize. Und wenn Sie dieses Stückchen Code in einem Dokument haben und geben das LaTeX dann, was LaTeX daraus macht, ist eben diese Liste mit 3 Aufzählungspunkten. Und wir haben hier nirgends hingeschrieben, dass hier immer ein dicker Punkt hin soll. Das ist halt irgendwo zentral festgelegt. Und Sie können in der Präambel sagen, oh, ich will aber nicht so einen schwarzen Knubbel haben. Ich möchte lieber einen solchen Spiegelstrich haben. Statt des schwarzen Knubbels, dann sagen Sie in der Präambel, in dem ersten Teil des LaTeX-Dokuments, in geeigneter Weise, dass das der Fall sein soll. Ja. Also Sie haben hier eine klare Trennung, ne? Dieses Backslash-Item, das sagt immer etwas über die Struktur an, aus. Ne? Hier fängt ein neuer Aufzählungspunkt an, hier fängt ein neuer Aufzählungspunkt an. Und Itemize außenrum sagt, ja, das ist so eine einfach nicht durchnummerierte Aufzählung. Wenn Sie statt Itemize Enumerate schreiben, oben und unten, und Sie lassen hier das Item immer stehen, einfach ein Punkt, ein Punkt, ein Punkt, dann wird hier automatisch durchnummeriert. Erstens, zweitens, drittens, ja, zum Beispiel. So ist das gemacht. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf formale Sprachen zu sprechen. Ja. Dann gibt es also zum Beispiel irgendwie eine Festlegung in LaTeX mehr so implizit. Ähm,
was darf denn hinter einem Item hier so alles stehen? Also nach so einem Aufzählungspunkt hier. Sie dürfen nicht alles hinschreiben, was es in LaTeX gibt. Also insbesondere dürfen Sie hier kein komplettes Dokument mit Präambel hinschreiben zum Beispiel. Das wäre irgendwie komisch. Aber also es gibt, stellen wir uns mal vor, es gibt irgendwo eine Festlegung, ne? Es gibt eine formale Sprache, die sagt, hier, da ist das drin, was als Aufzählungspunkt erlaubt ist. Ja? Also nehmen wir mal an, wir haben eine formale Sprache, L-Item, die umfasst genau die Texte, die hinter so einem Backslash-Item in einem LaTeX-Dokument stehen dürfen. Und jetzt möchten wir gerne hinschreiben, ja, wie sieht denn dann die formale Sprache aus für so eine komplette Aufzählungsliste? Und wie würden wir das machen? Das können wir jetzt schon eigentlich mit dem, was wir kennengelernt haben. Wie sieht so eine Itemize-Umgebung aus? Das Beispiel eben war so gewählt, dass es typisch ist. Also erstmal müssen Sie Backslash Begin Itemize hinschreiben. Also der erste Faktor jedes Wortes, das so eine Itemize-Umgebung beschreibt, ist genau wortwörtlich diese Zeichenfolge. Und was kommt dann? Na, dann kommen Items. Und zwar muss da mindestens ein Item stehen. Deswegen haben wir hier den sogenannten Epsilon-freien Konkatenationsabschluss hingeschrieben. Also ein oder mehrere, beliebig viele Items sozusagen. Und was ist so ein kompletter Aufzählungspunkt? Da muss erst die Zeichenfolge Backslash Item stehen. Das ist diese formale Sprache, enthält nur ein Wort. Und hinten dran eben ein beliebiges Wort aus der Sprache der Texte, die ganz legal sind als Text hinter so einem Backslash Item. Davon beliebig viele, ja. In dem Beispiel hier hatten wir 3, aber es kann auch nur einer sein, es können auch 1000 sein, alles ganz egal. Aber eben mindestens einer. Wenn Sie gar keinen hinmachen, beschwert sich LaTeX. Und zu guter Letzt müssen Sie noch hinschreiben, Backslash End Itemize. Und dann sieht das erstmal so aus, als wäre alles gut. Ja? Also mal abgesehen von Leerzeichen, die Sie dann noch überall einstreuen dürfen. Das habe ich jetzt nicht mit hingeschrieben. Das könnten wir auch noch. Ja? Und dann hätten wir unter der Annahme, wir haben die formale Sprache L-Item schon spezifiziert, auch spezifiziert, was ist L-Itemize. Und dann passiert aber dummerweise das Folgende. Wenn man sich jetzt mal genauer anguckt, ja, was ist denn eigentlich hinter so einem Backslash-Item erlaubt? Na, das sind schon relativ komplizierte Texte, insbesondere Texte, die ihrerseits wieder Aufzählungslisten, so Unterlisten enthalten. Das heißt, wenn Sie jetzt versuchen wollten, L-Item zu spezifizieren und nicht sich auf den Standpunkt stellen, ja, das wissen wir ja schon irgendwie, dann das Naheliegende ist, dass Sie in der Spezifikation von L-Item auf die L-Itemize Bezug nehmen. Und wie hier zu sehen, in der Spezifikation von L-Itemize haben wir auf L-Item Bezug genommen. Und dann haben Sie hier also irgendwie zwei Sprachen, die voneinander abhängen. Und im Idealfall, das Ganze sollte irgendwie eine Definition ergeben von L-Item, L-Itemize und vielleicht noch ein paar anderen. Da haben Sie also sozusagen ein Gleichungssystem, ja, hier stehen ja Gleichheitszeichen, mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten, wenn wir uns jetzt mal auf die beschränken, nämlich L-Item und L-Itemize. Und die Frage ist, also erstens, ja, so ein Gleichungssystem hinschreiben kann jeder, aber hat das überhaupt eine Lösung? Und wenn ja, wäre es natürlich gut, wenn es nur eine Lösung hat, sonst ist ja nicht eindeutig festgelegt, was das Ganze bedeuten soll. Ja? Und da sind wir halt an der Grenze dessen, was wir bisher so können. Natürlich haben wir schon gesehen, induktive Definitionen, ja, Funktionswerte werden festgelegt, einer Funktion f werden festgelegt mit Hilfe von Funktionswerten der gleichen Funktion für, in salopp gesagt, kleinere Argumente. Aber hier wird es schwierig, ja. Also insbesondere wird es schwierig, wenn Sie halt nur die Sachen benutzen wollen, die wir bisher kennen. Das ist also Produkt formaler Sprachen, Konkatenationsabschluss und meinetwegen noch Vereinigung oder so etwas, ja. Das geht gut, solange Sie sozusagen kompliziertere Komponenten aus einfacheren zusammensetzen.
Aber zum Beispiel hier bei diesem Item und Itemize, wo Sie hier so ein Begin und ein End haben und so, da können Sie sich lange dran versuchen, da werden Sie scheitern. Da reicht das, was wir bisher haben, Konkatenationsabschluss, Produktvereinigung, einfach nicht aus. Da will man mehr haben. Und auf das Mehr kommen wir jetzt gleich im nächsten Kapitel zu sprechen. Ja? Ein anderes Beispiel sind Klammern. Ich habe gerade schon gesagt, ja, dieses Begin und End Itemize und so und ineinander geschachtelt. Wie macht man das denn gut? Sozusagen das analoge Problem haben Sie einfach bei runden Klammern auf und runden Klammern zu, wenn Sie irgendwie sagen wollen, wie die in arithmetischen Ausdrücken zum Beispiel vorkommen dürfen. Da sagt man dann also vielleicht sowas wie, na, zu jeder Klammer auf, muss es weiter hinten die zugehörige Klammer zugeben, ja, und wenn etwas vernünftig geklammert ist und dann darf dahinter noch was kommen, was auch wieder vernünftig geklammert ist und solche Dinge, aber es ist halt so ein bisschen vage. Und deswegen werden wir uns jetzt gleich angucken, wie man das besser hinkriegt. Also im Idealfall würde man ja so die formale Sprache der Klammerausdrücke mit dem Konkatenationsabschluss davon und solchen Dingen in Beziehung bringen, aber es ist halt nicht so ganz klar erstmal, wie. So, und deswegen ist es jetzt dringend geboten, dass wir uns mit kontextfreien Grammatiken beschäftigen. Und nochmal zur Motivation, wir gucken gleich nochmal ein anderes Beispiel an, nämlich einen Ausschnitt aus der Spezifikation von Java, ja. Und dann werden Sie sehen, die Spezifikation, was da gemacht wird, ist, es wird eine kontextfreie Grammatik angegeben. Und wir werden uns dann angucken, wie das zu lesen ist, sozusagen. Und dabei kommt noch ein neuer Begriff im Zusammenhang mit einer Relation. Das kann man verallgemeinern. Reflexiv-transitive Hülle, das machen wir dann am Ende nochmal allgemein. Das kommt aber heute sicher nicht mehr. So. Also meine Behauptung ist, nur mit Vereinigung, Konkatenation, Konkatenationsabschluss können Sie natürlich manche formalen Sprachen beschreiben, haben wir oft genug gemacht in der Vorlesung, in den Hausaufgaben, aber manchmal geht es auch nicht. Wir werden das beweisen oder ja, einen Teil eines Beweises in Kapitel 18 sehen. Und ein Beispiel, wo das nicht geht, ist zum Beispiel bei der Syntax von Java. Da müssen Sie größere Geschütze auffahren. Und wenn Sie dann mal in so eine Definition von Java reingucken, dann gibt es in Java ein Konzept, das heißt Block. Und ein Block ist etwas, das fängt mit einer geschweiften Klammer auf an und hört mit einer geschweiften Klammer zu auf. Und in der Spezifikation von Java, und das ist hier jetzt so ausschnitthaft ja aus dieser Seite da rausgezogen, da steht sowas wie Block Doppelpunkt und dann in der nächsten Zeile geschweifte Klammer auf, dann steht da Block Statements mit so einem Index opt und geschweifte Klammer zu. Die geschweifte Klammer auf und geschweifte Klammer zu sind wörtlich zu nehmen, die müssen Sie, wenn Sie einen Block hinschreiben wollen, die müssen Sie in Java halt hinschreiben. Der Index opt heißt, das, was hier durch Block Statements beschrieben wird, ist optional, also das kann da sein, was auch immer die Spezifikation von Block Statements ist, oder es kann auch fehlen. Das leere Wort ist hier auch erlaubt. Mit anderen Worten, geschweifte Klammer auf und gleich wieder geschweifte Klammer zu ist ein legaler Block in Java. Können Sie hinschreiben. Bei einer Schleife oder wo auch immer. So, und dann braucht man also eine Spezifikation von Blockstatements und da finden Sie auch was. Da gibt es eine Zeile irgendwo, da steht Blockstatements Doppelpunkt. Und da steht in der nächsten Zeile eingerückt Blockstatement und da direkt drunter genauso weit eingerückt Blockstatements, wieder mit S, Blockstatement. Und die Bedeutung, wie Sie sehen werden, ist, also hier wird irgendwie festgelegt, was Blockstatements sein soll, und hier wird Bezug genommen direkt auf Blockstatements wieder. Das erinnert an induktive Definitionen, aber ist ein bisschen anders aufzufassen. Und dann bleibt aber noch zu Blockstatement etwas zu sagen, und wenn Sie sich das angucken, da gibt es viele Möglichkeiten. Unter anderem gibt es da eingerückt eine Zeile, da steht Statement. Und dann gibt es irgendwo eine Definition für Statement, Doppelpunkt, und da steht unter anderem Statement without trailing substatement, was auch immer das sein mag. Und das gibt es auch irgendwo definiert und da steht in der Spezifikation dann irgendwo eingerückt als eine Möglichkeit Block.
Und dann sind wir da auch wieder einmal im Kreis gegangen. Also die Spezifikation vom Block nimmt Bezug auf Block-Statements, das auf nimmt Bezug auf Block-Statement, das auf Statement, das auf das und dann nimmt wieder Bezug auf Block, haben wir uns auch einmal im Kreis gedreht, ja. Und dann ist schon die berechtigte Frage, was soll denn das, ja? Bedeutet das überhaupt irgendwas Sinnvolles? Und wenn es verschiedene sinnvolle Interpretationen gibt, welche soll denn gemeint sein? Und um dahin zu kommen, vereinfache ich jetzt mal diese Spezifikation ein bisschen und ersetze diese Dinge alle einfach durch ein X, alle das Gleiche. Ja. Das ist eine radikale Vereinfachung, ich weiß, aber die erlauben wir uns. Und dann entsteht hier in manchen Fällen sowas wie X bedeutet ein X, das können wir ignorieren. Ja. Das taucht viermal auf und was übrig bleibt, ist noch X bedeutet Epsilon. X kann bedeuten Also x kann bedeuten Epsilon, x kann bedeuten xx und x kann bedeuten Klammer auf, x Klammer zu. Statt der geschweiften Klammern habe ich jetzt mal Runde genommen, dann sind wir ein bisschen näher an arithmetischen Ausdrücken und kommen nicht so leicht durcheinander mit Mengenklammern und solchen Dingen. So, und die Dinge habe ich jetzt hier nochmal in einer anderen Reihenfolge irgendwie aufgezählt und bezeichnet mit k1, k2, k3, also x Doppelpunkt, Epsilon, x Doppelpunkt, xx und x Doppelpunkt, Klammer auf, x Klammer zu. Und Mitteilung, wenn das da so irgendwie in der Art in der Java-Spezifikation steht, dann ist auch gemeint, also wenn was ein x ist, dann nur wegen dieser drei Regeln. Es gibt nicht noch irgendwelche Geheimvereinbarungen. Nichts anderes ist ein x, es sei denn, es ergibt sich durch diese drei Regeln k1 bis k2, k3. Tja, und jetzt könnte man natürlich versuchen, irgendwie eine formale Sprache zu sagen, ja, das soll ja irgendwie eine formale Sprache definieren. Und was könnte das bedeuten? Naja, also irgendwie Epsilon soll dabei sein. Und was zu der formalen Sprache jedenfalls auch dazu gehört, ist so die Konkatenation von zwei Wörtern aus der Sprache und naja, ein Wort aus der Sprache und außenrum noch Klammer auf, Klammer zu. Also man könnte jetzt irgendwie hoffen, wenn man jetzt sowas hier hinschreibt und L soll jetzt dann sozusagen die formale Sprache sein, die zu dieser unbekannten X gehört. Ja. Das ist das, die Menge, die das leere Wort enthält, vereinigt mit Produkt LL, vereinigt mit eine Klammer auf, ein Wort aus L und eine Klammer zu. Und man würde sich wünschen, ja, dass ja, naja, also, dass L eine Obermenge von dem ist, also dass das auf der rechten Seite hier alles Teil von L ist, das ist ja wohl hier durch diese Regeln K1, das spiegelt wieder diese Regeln K1, K2, K3, das soll ja alles so sein. Und K4, nichts anderes, ist ja vielleicht die umgekehrte Inklusion, L ist auf jeden Fall Teil der rechten Seite. Und es wäre ja schön, wenn das da alles so wäre. Aber leider, so schön ist es nicht. Also wieder, ne, jetzt haben Sie hier sozusagen, hier sogar nur eine Gleichung mit einer unbekannten, groß L, ja. Und man würde sich jetzt gerne wünschen, dass diese Gleichung überhaupt eine Lösung hat, dass es mindestens eine konkrete, formale Sprache gibt, die man hier für L einsetzen kann auf der linken und rechten Seite und alles passt. Und zweitens, man würde sich gerne wünschen, dass es auch nur eine formale Sprache gibt, die diese Eigenschaft hat. Dass das Gleichung nicht nur irgendwie auf viele Möglichkeiten lösbar ist, sondern nur auf eine Art und Weise. Und dass deswegen diese Gleichung eindeutig festlegt, um welche formale Sprache soll es gehen. Leider, ja, also lösbar ist das, aber eindeutig ist die Lösung nicht. Es gibt mehrere Lösungen. Das ist ganz schade. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie charakterisiere ich es, wie lege ich fest, was die Lösung ist, die ich eigentlich meine, die mich interessiert. Ja? Ich meine, die Leute, die da die Java-Spezifikation hinschreiben, die wussten ja, was sie meinen. Und gucken wir uns diese beiden Behauptungen von eben an. Also erstens Behauptung, es gibt eine Lösung, wir bauen gleich eine. Und hinterher gucken wir uns noch schnell an, na, offensichtlich, es gibt auch noch andere Lösungen, das ist ganz banal. So, wir konstruieren uns eine Lösung. Und das führt uns dann schon so ein bisschen in die Richtung kontextfreier Grammatiken und was man da so immer veranstaltet.
Wir machen das so, dass wir eine Folge von formalen Sprachen definieren, der Reihe nach L0, L1, L2, für jedes I aus N0 eine. Auf die folgende Art, auf, ja gut, also machen wir es zuerst. Also L0 soll die formale Sprache sein, die nur das leere Wort enthält. Das klingt irgendwie gut, ja, das will man ja haben. Und die formale Sprache LI plus 1, das definieren wir induktiv, ergibt sich als LI, LI vereinigt mit Klammer auf, LI, Klammer zu. Dann haben Sie, also wenn Sie hier für I gleich 0 einsetzen, haben Sie ein L1, wenn Sie hier I gleich 1 einsetzen, haben Sie ein L2 und ein L3 und ein L4. Und die Behauptung ist, wenn Sie diese LI alle vereinigen, dann die Sprache, die Sie kriegen, erfüllt diese Gleichung. Und wie beweist man, dass das diese Gleichung erfüllt? Na, man beweist für diese Sprache L, hier die Vereinigung der LI, dass eben diese beiden Inklusionen gelten. Und dann ist das die linke Seite gleich der rechten. Ne? Und ich habe Ihnen das mal ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben. Das sieht nach viel aus. Also immerhin für unsere Verhältnisse, für das, was wir bisher an Beweisen gesehen haben, ist es schon lang, ne? 2 oder 3 Folien. Aber ich will Ihnen bei dieser Gelegenheit auch so ein bisschen die Angst nehmen vor sowas, denn also jedenfalls Teile dieses Beweises in Anführungszeichen schreiben sich fast von selbst. Was sich leider nicht sofort von selbst schreibt, wo man erstmal draufkommen muss, indem man so ein bisschen mit dem Ganzen rumspielt, ist das Folgende. Also erstens, die Definition von L0 war, die Sprache enthält nur das leere Wort, also das leere Wort ist in L0. Und dann merkt man ziemlich schnell, weil ja die Definition sagt, LI plus 1 ist insbesondere alles, was in LI, LI ist. Wenn das leere Wort in LI ist, dann ist es auch in LI plus 1. Und da es in L0 ist, ist das leere Wort in allen formalen Sprachen LI. Induktion, ja? Ohne, dass wir das jetzt noch ganz ausführlich aufschreiben. Ne? Also, das leere Wort ist nicht nur in L0, sondern tatsächlich in allen Sprachen LI. Und dann merkt man, wenn man sich das nochmal genauer anguckt, diese formalen Sprachen LI und LI plus 1, die hängen auch so zusammen, dass nämlich LI plus 1 immer sowieso alles enthält, was schon in LI ist und noch ein paar zusätzliche Dinge. Also ich gehe nochmal zurück zu der Definition hier. Die Definition von LI plus 1 war ja das hier. Und da ist nicht ganz offensichtlich, dass LI auch ein Teil von LI plus 1 ist, aber das ist eben so. Warum ist das so? Na, wir haben uns gerade schon überlegt, das leere Wort ist in jeder formalen Sprache LI drin. Und jetzt ist es ja so, LI können Sie natürlich schreiben als Produkt von LI und der formalen Sprache, die nur das leere Wort enthält. Natürlich, wenn Sie an die Wörter von LI das leere Wort dran kleben, Sie kriegen LI. Und das leere Wort ist aber Element von LI, das heißt also diese Menge hier, die Menge, die das leere Wort enthält, ist Teil von LI. Und wenn Sie jetzt als zweiten Faktor nicht nur das leere Wort erlauben, sondern auch die anderen Wörter aus LI, dann sind Sie also bei LI, LI, dann kriegen Sie natürlich nur mehr und Sie verlieren nichts. Das heißt, diese Menge hier, also LI, ist Teilmenge von LI, LI. Und LI, LI ist Teil von LI plus 1. Das liegt an der Definition hier. Wie Sie sehen, LI, LI ist eine Teilmenge von LI plus 1. Und dann sehen Sie hier, LI ist Teilmenge von LI plus 1. Da haben wir also diese erste Aussage hier benutzt und dann eine zweite Aussage bewiesen, die auch nützlich ist. Und das, ja, das schreibt sich nicht von selbst, das muss ich zugeben. Da muss man, wenn man erst das versucht, was jetzt kommt, dann merkt man, dass es hilfreich wäre, das zu haben und dann beweist man es halt, ja. So, und wenn man das weiß, diese zwei Punkte, dann kann man jetzt zum Beispiel leicht beweisen, L ist Teilmenge von der rechten Seite. Wie geht das? Na, das leere Wort ist in L0. L0 ist Teilmenge von L. L ist ja die Vereinigung aller dieser LI. Also das leere Wort ist in L. Und dann machen wir jetzt den gleichen Trick wie da oben nochmal.
L können Sie schreiben als Produkt von L und der formalen Sprache, die nur das leere Wort enthält. Und die formale Sprache, den zweiten Faktor, vergrößern Sie zu L, dann sind Sie bei LL. Und das ist offensichtlich Teilmenge von leere Sprache, die nur Epsilon enthält, vereinigt LL, vereinigt noch irgendwas. Und dann steht hier, L ist Teilmenge von Epsilon, vereinigt LL, vereinigt Klammer auf, L Klammer zu. Und damit haben wir diese Inklusion schon bewiesen. Eine Zeile. Das ist nicht tiefsinnig, ja. Man muss es halt nur sehen. Aber in der Richtung geht es noch. Und dann muss man noch die umgekehrte Inklusion beweisen. Ja? Also wenn ich irgendwas habe, was in der Wort aus der rechten Seite ist, also ein Wort aus Epsilon vereinigt LL vereinigt Klammer auf, L Klammer zu, dann ist das auch in L. Da gibt es drei Fälle. Na, das Wort W kann das leere Wort sein oder aus LL sein oder aus Klammer auf, L Klammer zu. Wenn es das leere Wort ist, dann ist es in L0. Und das ist Teilmenge von L, also ist in diesem Fall W auch in L. Das ist das, was wir jetzt zeigen müssen. Wenn W aus der rechten Seite ist, dann ist es auch Element der linken Seite. Zweiter Fall, das Wort W ist aus dem zweiten Teil von der Vereinigung hier aus LL. Dann ist das also so ein Produkt von einem Wort W1 aus L und einem Wort W2 aus L. Das Wort, die formale Sprache L ist die Vereinigung der L0, L1, L2, L3 und so weiter. Das heißt, das Wort W1 muss halt in irgendeinem L17 oder so drin sein. Und genauso das Wort W2 muss in irgendeinem L38 oder welchem Index auch immer drin sein. Und eine von den beiden Zahlen ist vielleicht größer als die andere, aber Sie erinnern sich, wenn man den Index größer macht von LI nach LI plus 1, das wird ja immer nur eine größere Menge, da geht ja nichts verloren. Das heißt, wenn W1 in L17 ist, dann ist W1 auch in L38 und W2 ist in L38, also ist sowohl W1 als auch W2 in so einer gleichen Sprache LI, gleicher Index I für beide Wörter und dann W1, W2 ist in LI, LI und das ist per Definition eine Teilmenge von LI plus 1 und das ist Teilmenge von L, weil L die Vereinigung aller dieser LI ist. Und dann steht ja, dass das Wort W auch in L ist. Und einen dritten Fall gibt es auch noch. Den überspringe ich jetzt. Da lernt man jetzt auch nicht so viel Neues. Und dann hat man eine Lösung konstruiert. Und wenn man sich die anguckt, die ist auch wirklich schön. Aber Hinweis, es gibt auch andere Lösungen. Zum Beispiel die Menge aller Zeichenfolgen aus Klammern auf und Klammer zu bunt durcheinander gemischt, egal ob das gleich viele auf und zu sind oder ob erst Klammer auf oder erst Klammer zu kommt. Alle Wörter. Das ist auch eine Lösung dieser Gleichung da oben. Also die Lösung ist nicht eindeutig. Und das ist natürlich schade. Aber diese Lösung, die wir uns gerade konstruiert haben, die habe ich natürlich bewusst so konstruiert, weil man da noch ein bisschen was sehen kann. L0 enthält nur das leere Wort. Wenn Sie sich jetzt angucken, was kommt in L1 dazu, was noch nicht in L0 ist, dann ist das nur das Wort Klammer auf, Klammer zu. Wenn Sie sich angucken, was ist in L2 neu, aber nicht in L1, dann stellen Sie fest, was können Sie machen? Sie können zwei Wörter nehmen, zum Beispiel hier das Klammer auf, Klammer zu und das zweimal hintereinander schreiben. LL ist Teilmenge von L. Und Klammer auf, L, Klammer zu ist auch Teilmenge von L. Das heißt, Sie können das Klammer auf, Klammer zu nehmen und nochmal runde Klammern außenrum schreiben. Das ist auch erlaubt und das ist dann auch in L2. Und in L3, da können Sie jetzt eben zwei Wörter von früher nehmen und konkatenieren. Also zum Beispiel Klammer auf, Klammer zu und zweimal Klammer auf, Klammer zu. Oder dieses Wort hier zweimal auf, zweimal zu und dahinter einmal auf, zu. Und. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel dieses Wort hier angucken, auf, zu, das ist in L3, weil Sie das nämlich schreiben können als Konkatenation von einem Wort aus L2, auf, zu, zu, und einem zweiten Wort aus L2, auf, zu, und die Regeln sagten ja, also wenn ich zwei Wörter habe, von denen ich schon weiß, dass sie in Ordnung sind, dann darf ich die konkatenieren, ist auch wieder dabei. LL ist Teilmenge von L. Und dann muss man sich aber noch
tatsächlich darum kümmern, stimmt das denn wirklich, Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, ist ein L2 und siehe da, ja, das ist so, denn Klammer auf, Klammer zu ist in L1 und ich kann was aus L1 nehmen und Klammern außen rum setzen, dann habe ich was aus L2. Und Klammer zu, auf, zu ist in L1, weil Epsilon in L0 ist und ich kann um das leere Wort Klammern außen rum setzen und dann habe ich das. Und genauso hier für Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, kann man genauso so eine Begründungskette hinschreiben. Ja? Und dann hat man, kann man sich das so hinmalen und dann haben wir mal wieder einen Baum. Und das ist dann zum Beispiel so, so sozusagen eine Begründung dafür, dass Klammer auf, 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 zu in L3, also in L ist. Na, Begründung, der erste Teil ist in L2, der zweite Teil ist in L2. Warum ist das in L2? Naja, weil da eine Klammer aufsteht und dazwischen was aus L1 und dahinter eine Klammer zu. Und warum ist auf zu in L1? Weil da vorne eine Klammer aufsteht, dazwischen was aus L0 und hinten eine Klammer zu. Und Epsilon ist L0, weil ja, Epsilon ist da halt Punkt, ja, sozusagen hier, Ende Begründungen, ja. Und auf der rechten Seite auch so. Das ist also wieder ein sogenannter Baum. Allerdings im Unterschied zu Hafnenbaum, jetzt manchmal haben sie drei Striche, die nach unten gehen zum Beispiel und manchmal nur einen Strich. So, und wenn Sie jetzt mal diese ganzen detaillierten Begründungen weglassen und sagen, machen da überall nur Haken hin, so nach dem Motto, hier haben wir gesehen, irgendetwas ist in Ordnung. Was übrig bleibt an den Blättern von diesem Baum ist Klammer auf, leeres Wort, Klammer zu, Klammer zu. Klammer auf, leeres Wort, Klammer zu, Klammer auf, leeres Wort, Klammer zu. Das ist genau dieses Wort hier, für das wir die Begründung gesucht haben. Und jetzt sind wir schon fast bei kontextfreien Grammatiken. Also wir haben hier wieder mal einen Baum. Ne? Das oben nennt man wieder die Wurzel, das unten, wo es nach unten nicht mehr weitergeht, das nennt man die Blätter. Und bei kontextfreien Grammatiken geht es, bei der, wenn man sie als Spezifikationswerkzeug benutzt, nicht darum, irgendwie von unten nach oben sozusagen irgendwie Begründungen zu konstruieren, warum irgendetwas dazugehört, sondern erstmal zu spezifizieren von oben nach unten, was kann man denn alles basteln, in Anführungszeichen. Und dass ich hier so viel auf runden, Klammer auf, Klammer zu, so Klammerstrukturen rumgeritten bin, hat einen guten Grund. Die sind wichtig, also offensichtlich in arithmetischen Ausdrücken bei Java, bei der Blockstruktur in Java und anderen Programmiersprachen. In LaTeX, da heißen halt eine Sorte Klammern dann Begin-Itemize und End-Itemize. Ja, das eine ist die Klammer auf sozusagen, das andere die Klammer zu. Das kommt ganz oft vor. Und wir haben so ein bisschen eine Fixpunktkonstruktion gemacht. Darauf kommen wir im allerletzten Kapitel nochmal zurück. Und haben Sie keine Angst vor dem Suchen und oder erst vielleicht auch vorher erstmal lesen von Beweisen anderer oder dann selber suchen und finden von Beweisen. Schreiben Sie sich in Ruhe auf, was zu beweisen ist. Versuchen Sie da nicht zu optimieren. Lieber ein bisschen mehr hinschreiben, wenn man das auch noch auf dem Papier hat dann, und nicht nur im Kopf, dann tut man sich manchmal leichter. Und einige Dinge passieren dann fast von selber. Tatsächlich auch bei Ihnen. So, damit sind wir bei kontextfreien Grammatiken. Was ist eine kontextfreie Grammatik? Das ist ein, also hier ist es einfach ganz plump erstmal eine Definition hingeschrieben. Eine kontextfreie Grammatik G ist ein Viertupel, hier, ja, besteht aus vier Komponenten, Groß N, Groß T, Groß S und Groß P. Was ist das? Groß N ist ein aller Alphabet, das enthält sogenannte Nicht-Terminalsymbole. Hier unten in dem Beispiel sehen Sie, da habe ich Groß X hingeschrieben. Da habe ich also jetzt mal angenommen, ich habe nur ein Nicht-Terminalsymbol. Sie dürfen auch mehrere benutzen. Und man benutzt üblicherweise Großbuchstaben für Nicht-Terminalsymbole. Dann haben wir ein zweites Alphabet, Groß T. Das sind die sogenannten Terminalsymbole. Und es gibt kein Zeichen, dass beides ist. Also der Durchschnitt von Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen ist leer. Jedes Symbol ist entweder Terminal- oder Nicht-Terminalsymbol. Ich habe hier unten in der Beispielgrammatik mal klein a und klein b genommen. Dann muss man sagen, festlegen ein sogenanntes Startsymbol für die Grammatik. Das ist ein Nicht-Terminalsymbol.
Und hier unten in dem Beispiel, wenn es überhaupt nur ein Lichtterminalsymbol gibt, dann muss das eben das Startsymbol sein. Und es gibt kein anderes, ja. Und viertens, das ist das Wichtigste sozusagen, ist eine Menge groß P sogenannter Produktionen. Produktionen bestehen aus zwei Komponenten. Deswegen können Sie sagen, jede Produktion ist ein Paar und die Menge aller Produktionen ist eine Teilmenge von N Kreuz V Stern. Mit anderen Worten, die erste Komponente einer Produktion, die sogenannte linke Seite, ist immer ein Nicht-Terminalsymbol. Und die rechte Seite ist ein Wort über dem Alphabet V. Was soll das Alphabet V sein? Das ist einfach die Vereinigung von Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen. So, und dann also eine Produktion, linke Seite ein Groß X, ein Nicht-Terminalsymbol, rechte Seite ein Wort W, kunterbunt durcheinander ist erlaubt alles an Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen. Und üblicherweise bei Grammatiken solche Paare schreibt man in der Form linke Seite, Nicht-Terminalsymbol, dann ein einfacher Pfeil und dann die rechte Seite ein Wort. Und die Bedeutung ist, wenn ich irgendwo das Nicht-Terminalsymbol Groß X sehe, dann kann ich das ersetzen durch das Wort W. Schneide das X aus, erhaltet alles, was außenrum ist und setze aber statt des X das Wort W ein. Hier unten die Beispielgrammatik hat zwei Produktionen. X darf ich ersetzen durch das leere Wort. Das ist auch erlaubt als rechte Seite, ja. Und X darf ich ersetzen durch klein a, groß X, klein b. Also in dem, was ich einsetze, da dürfen Terminal- und Nicht-Terminalsymbole vorkommen, insbesondere das gleiche Nicht-Terminalsymbol wieder, was ich gerade ersetze. Ja, das ist nicht verboten. So, und wenn man so Produktionen hat, dann kann man Wörter ableiten. Nein, dann kann man aus einem Wort ein anderes Wort ableiten, unter Umständen. Und also Groß V ist nach wie vor die Vereinigung von Terminal- und Nicht-Terminalsymbolen. Und wenn Sie jetzt ein Wort, oh, Entschuldigung, was war das? Ein Wort klein u haben aus Terminal- und Nicht-Terminalsymbolen, zum Beispiel hier ein buntes Durcheinander von kleinen a's, kleinen b's und großen x. Das ist hier für unsere Beispielgrammatik, ja. Da ist das ein Wort aus Nicht-Terminal- und Terminalsymbolen. Also wenn Sie so ein Wort u haben und außerdem ein Wort v von genau der gleichen Bauart, also A's und B's und Terminal, Nicht-Terminal-Symbole durcheinander, dann sagt man, dass das Wort V aus dem Wort U in einem Schritt ableitbar ist mit Hilfe der Grammatik und man drückt das dann durch so einen Doppelpfeil aus. Also im vorliegenden Fall hier, man sagt dann, aus dem linken Wort kann man in einem Schritt ableiten das rechte Wort, wenn das Folgende gilt. In dem Wort, das links steht, in dem Wort U, von dem Sie ausgehen, können Sie sich ein Vorkommen eines Nicht-Terminalsymbols aussuchen, also in unserem Beispiel ein großes X. Und wenn Sie sich das ausgesucht haben und wenn Sie sich dann außerdem eine Produktion aussuchen, die Sie anwenden wollen auf dieses ausgesuchte Vorkommen von Groß X, dann, was in einem Schritt passiert, ist das Folgende. Also erstens, alles, was vor dem Groß X steht, was Sie sich ausgesucht haben zum Ersetzen, das ganze Präfix davor, A, B, A, X, B, A, was hier W1 heißt, das schreiben Sie einfach ab. Das muss da in dem hinteren Wort, was bei dem Ableitungsschritt rauskommt, wieder dastehen. Und das, was hinter dem X steht, was Sie ersetzen, also in diesem Beispiel hier dieses Suffix XXX, im Allgemeinen irgendein Wort W2, das muss nach dem Ableitungsschritt auch exakt so immer noch vorhanden sein. Nur in dazwischen dieses einzelne Symbol X, das steht da eben nicht mehr, sondern was dann in einem Ableitungsschritt passiert ist, dass genau dieses eine Vorkommen ersetzt wird mit Hilfe der Produktion durch die rechte Seite der Produktion. Linke Seite X wird ersetzt durch rechte Seite AXB. Das ist ein Ableitungsschritt. Also das Wort U muss von der Bauart W1XW2 sein, das Wort V von der Bauart W1WW2 und es muss eine Produktion geben, die sagt, ja, X darf ich ersetzen durch W.
dann kann man diesen ab, dann ist das ein Ableitungsschritt. Und wenn Sie sich ein anderes X aussuchen, also nicht hier das erste von den vier X, sondern das hier weiter vorne und machen den Ableitungsschritt mit der gleichen Produktion, dann kommt halt was anderes raus. Das ist auch ein Ableitungsschritt. Also ausgehend vom gleichen Wort, Sie können verschiedene Vorkommen ersetzen, Sie können das gleiche Vorkommen unter Umständen durch verschiedene rechte Seiten ersetzen. Ja, da gibt es im Allgemeinen viele Möglichkeiten. Und es ist immer nur wesentlich, ne, das einzelne Symbol, das Sie ersetzen, nicht Terminalsymbol, das Sie ersetzen wollen, was außenrum steht, ist völlig egal. So, und ich muss jetzt noch unbedingt sagen, was ein Ableitungsbaum ist. Und das ist das hier. Also stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine andere Grammatik. Das ist die hier. Da haben wir drei Produktionen und die erinnern Sie hoffentlich an die Spezifikation von vorhin, von wie sehen vernünftige Klammerausdrücke aus. Jetzt hier Nicht-Terminalsymbol x darf ich ersetzen durch xx, darf ich ersetzen durch Klammer auf, x Klammer zu oder durch das leere Wort. Also wenn man mehrere Produktionen hat mit gleicher linker Seite, dann um nicht immer wieder hinschreiben zu müssen, x Pfeil etwas, x Pfeil was anderes, x Pfeil noch etwas, schreibt man das linke Seite x und den Pfeil nur einmal hin und dann die verschiedenen rechten Seiten, die man als Ersatz für das x nehmen darf, schreibt man hintereinander hin durch senkrechte Striche getrennt und liest das als oder. Und dann können Sie zum Beispiel x, Sie fangen mit dem Startsymbol dann im Allgemeinen an, ein x, und dann können Sie x ersetzen durch 2x. Und dann schreibt man die beiden x, die rechte Seite der Produktion, also hier jetzt hin, also x wird ersetzt durch xx, da schreiben Sie hier die beiden x hin und machen zwei Kanten von dem Symbol, das ersetzt wird, zu jedem Symbol, das zu dem gehört, wodurch es ersetzt wird. Und wenn Sie dann haben Sie das Wort xx. Und wenn Sie dann in dem Wort x ersetzen durch Klammer auf, x Klammer zu, dann schreiben Sie hier Klammer auf, x Klammer zu hin und drei Kanten von dem x zu Klammer auf, von dem x zum x und von dem x zur Klammer zu. Und wenn Sie dann dieses x nochmal wieder ersetzen durch Klammer auf, x Klammer zu, dann schreiben Sie wieder hin x Klammer auf, x Klammer zu und die drei Striche. Und wenn Sie x durchs leere Wort ersetzen, schreiben Sie hin x ersetze ich durchs leere Wort. Und das geht immer so lange, ne, sinnvollerweise, bis Sie dabei Terminalsymbolen sind. Und Terminalsymbole kann man nicht ersetzen. Ja? Man kann immer nur nicht Terminalsymbole ersetzen. Und wenn Sie das vergleichen mit dem Baum, den wir vorhin hatten, den wir uns zurechtgelegt hatten für die, als Rechtfertigung, warum ist das Wort Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu, denn erlaubt, dann sieht der Baum genauso aus wie der hier, nur dass jetzt hier überall steht, ah, das ist nicht Terminalsymbol, das jeweils ersetzt wurde, ist das große X. So. Es war leider wieder ein bisschen knapp mit der Zeit, tut mir leid. Ich habe hier einige Folien übersprungen, auf die gehe ich dann natürlich das nächste Mal nochmal ein. Für heute war es das. Herzlichen Dank.